Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man einen geheimen Ausgang für seine Untergrundbase bauen kann. Und ihr seht schon, ich bin hier in meiner Untergrundbase und möchte jetzt hier raus, ohne dass das jemand sieht. Und dafür nehme ich einfach diesen geheimen Ausgang hier, zack, wird hochgeschmissen und von außen sieht man überhaupt nicht, wo das Ganze sein soll. Das ist eine ziemlich coole Idee und ich würde sagen, ich zeige euch direkt, wie das funktioniert. So, wir tun jetzt mal so, als wäre das hier unsere geheime Base, aus der wir quasi hinaus wollen mit dem Aufzug. Und dafür platzieren wir erstmal da, wo der Aufzug sein soll. Das ist in diesem Fall jetzt mal hier. Da machen wir erstmal ein 2-tiefes Loch und platzieren dann erstmal einen Sticky Piston. Und auf diesen Sticky Piston drauf kommt ein Slime Block. Und hier wird dann später quasi unser Ausgang sein. Und was jetzt wichtig ist, ist, dass wir um den Slime Block rum die Blöcke austauschen. Und zwar müssen das Öfen sein zum Beispiel. Oder irgendwas, was noch nicht movebar ist, also nicht bewegbar. Weil normalerweise würde der Slime, das kann ich ja mal hier vielleicht demonstrieren. Normalerweise würde der Slime Block nämlich die Blöcke, die nebenan sind, quasi mitziehen. So, wenn das hier funktionieren würde. Achso, weil es zu viele Blöcke, ja, okay. Hier kann nämlich auch nur eine bestimmte Anzahl an Blöcken quasi mitziehen. Und das ist auf jeden Fall blöd und das wollen wir eben nicht. Und dementsprechend müssen wir eben neben dem Block, neben dem Slime-Block, direkt die Blöcke alle austauschen zu Sachen, die man nicht bewegen kann. Da könnt ihr zum Beispiel auch Obsidian für benutzen, aber Öfen sind, glaube ich, so am einfachsten davon zu kriegen. So. Und dann müssen wir daneben zwei Blöcke hoch machen und so. Das Ganze könnt ihr dann natürlich noch ganz hoch machen, dann sieht das ein bisschen besser aus. Und da platzieren wir jetzt auf der zweiten Höhe quasi diese Haken, diese Tripwire-Hooks, machen dann in die Mitte einen Faden. Und das sorgt jetzt dafür, dass wenn wir hier reinlaufen, dass quasi ein Redstone-Signal ausgesendet wird. Und jetzt müssen wir dafür sorgen, dass dieses Redstone-Signal dann zu diesem Piston kommt, der da unten ist, der uns den hochschmeißt. Und dafür müssen wir erstmal dahinter gehen. Ich mache jetzt hier erstmal ein paar Blöcke weg. So, damit wir da auch schön arbeiten können. Dab, 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 dab. Diese Blöcke hier können eigentlich auch weg. So. Und dann seht ihr hier schon die Öfen. Und dann müsste hier unten gleich der Sticky Piston sein. Und zwar hier. So, da wollen wir hin. Und der Tripwire Hook, der müsste hier oben sein. Das bedeutet, wir machen von da aus jetzt quasi eine Redstone-Treppe nach unten, die dann hier zu dem Piston führt. Allerdings muss dieser Redstone hier ausgetauscht werden durch einen Repeater, der auf 3 Ticks ist. Das bedeutet, ihr platziert den Repeater und macht dann 1, 2, 3 mal Rechtsklick auf den. Und dann ist die zweite Fackel quasi ganz hinten. Und das bedeutet nämlich, dass wir so eine kleine zeitliche Verzögerung haben, die später sehr wichtig ist. Und wenn wir jetzt dahin laufen, müssen wir hochgeschmissen werden. Ja, perfekt, das funktioniert. Und würden so jetzt rauskommen. Und zwar müsste denn hier oben ja dieses Loch sein, aus dem wir quasi rauskommen. Und der Rest hier ist dann halt natürlich alles zu und schön getarnt und so weiter. Wenn ich denn jetzt hier hinlaufe, dann werde ich rausgeschmissen. So, jetzt müssen wir aber noch machen, dass da oben quasi auch ein Piston ist, der nämlich hier quasi eine Tür aufmacht, wenn wir quasi raus möchten, beziehungsweise normalerweise soll dann hier ein Piston sein, der das Ganze verschließt. Und dafür platzieren wir hier vorne, also hier ist der Block, wo wir rauskommen möchten, dann lassen wir diesen Block frei und dahinter platzieren wir dann einen Sticky Piston. Und dann je nachdem, was hier für ein Untergrund ist, in diesem Fall jetzt Gras, platzieren wir dann einen Block dahin. Und das ist eben wichtig, damit das Ganze hier schön getarnt ist. Und dann könnt ihr da auch Blöcke drüber bauen und so ein bisschen das eben verzieren, dass es hier halt nicht auffällt, dass hier was ist. Und das hier machen wir auch nochmal zu, zack. Lassen wir nochmal einen Block frei, damit wir da gleich rein können. Und diesen Piston müssen wir jetzt powern. Der soll ja theoretisch nämlich normalerweise aktiviert sein, damit eben die Tür zu ist. Und dafür benutzen wir einfach eine Redstone-Fackel, die wir da hinstellen. Und jetzt ist nämlich die Tür hier zu. So wird es dann normalerweise aussehen. Gar keinen Verdacht kann man hier schöpfen. Und jetzt wollen wir es noch verbinden mit dem Redstone-Signal, was von da kommt. Und dafür machen wir hier auch wieder eine Treppe quasi nach oben, wo das Redstone dann hochgehen kann, so. Und dann müssen wir hier, das muss alles ein tiefer, und zwar muss das Redstone quasi in diesen Block reingehen, wo drauf die Fackel steht, das ist wichtig. Weil wenn jetzt quasi ein Signal kommt, dann wird dieser Block hier, dieser Grasblock, gepowert. Und wenn ein Block gepowert ist, dann macht er quasi die Redstone-Fackel aus. Und dadurch geht dann auch der Piston quasi aus. Das bedeutet, wenn wir jetzt von unten quasi auf diese Tripwire-Hooks gehen, dann wird dieses Signal eben ausgesendet. Und dieser Piston geht rein und der Slime-Piston quasi unten geht hoch. Das bedeutet, wir werden rausgeschmissen und die Tür geht auf. Zumindest in der Theorie. Wir können das ja mal jetzt ausprobieren. Wenn ich hier hinlaufe, geht das Ding auf und es ist perfekt getimed. Da ist nämlich auch ein Problem, was ich am Anfang hatte. Ihr müsst eben darauf achten, dass die Repeater genauso sind, wie ich es euch gesagt habe. Das bedeutet, hier oben am besten kein Repeater. Und der hier unten muss auch 3 Ticks sein. Denn wenn ihr das verändert, dann könnt ihr nämlich nicht mehr da hochspringen. Also ich kann es zum Beispiel jetzt mal hier ändern, dass hier gar kein Tick quasi ist, sondern dass der Repeater einfach nur so dasteht. Das sorgt jetzt nämlich dafür, dass ich hier gar nicht richtig hochspringen kann, weil ich quasi, sobald ich auf diesen Block gehe, wird hier ein Redstone-Signal rausgeschmissen und dann springe ich so quasi in der Hälfte von dem Block hoch und das bedeutet, ich springe hier so halb gegen den anderen Block und komme eben nicht raus und das ist natürlich blöd.
Und andersrum wäre es natürlich auch blöd, wenn hier oben die Tür zu spät aufgeht oder zu früh und schon wieder zu ist oder eben zu lange dauert, und wenn wir dann quasi wieder runterfallen durch den, also wir werden hier hochgeschmissen, wenn wir dann runterfallen, dann geht manchmal sogar die Tür hier noch nicht zu und dann fallen wir wieder runter und das ist natürlich alles doof. Und dementsprechend macht es einfach genauso wie ich hier mit dem Timing, dann funktioniert das auch schon. Ich kann es euch gerne nochmal zeigen. Lauft dann einfach hier drauf zu, zack, fliegt raus und die Tür ist wieder zu. Und keiner wird sehen, wo ihr hergekommen seid. So, wenn ihr ein bisschen geschaut habt, dann schreibt doch erstmal ein Hashtag Slime in die Kommentare, würde mich freuen. Und ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen und weitergeholfen. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.